Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Soul Suspect. Und wollen wir Nummer 1 machen? Wollen wir der mal helfen? Ich weiß immer noch nicht, warum sie sich umgebracht hat. Alles lief super. Ich denke, deswegen bin ich bei Susanna so nervös. Die Sache ist die, wenn sie nicht von dieser Klippe gesprungen wäre, hätte ich nie meine wahre Seelenverwandte gefunden. Mann, das ist so abgedreht. Sieht aus, als hätte er sie nach dem Tod seiner Ex kennengelernt. Ich frage mich, ob er immer noch an sie denkt. Vielleicht ist er deshalb immer so zögerlich. Ich würde es ihm nicht vorwerfen, aber es tut weh, dass sie der Grund ist, dass ich ihn angesprochen habe. Er sah so verletzt aus, als ob er jemanden zum Reden brauchte. Ich hatte nicht erwartet, mich in ihn zu verlieben. Merkwürdig, wie die Dinge sich entwickeln. Aha. Sie hat nur versucht, eine Freundin zu sein. Sie hat nicht damit gerechnet. Scheint ein großes Missverständnis zu sein. Ich bin mir nicht sicher, wie sie das aufnehmen wird, aber ich werde es wohl herausfinden. So, Entschuldigung, dass gerade eine Partyänderung gekommen ist. Wir setzen miteinander auf und definitiv schreibe ich den am Ende des Parts an, dass er bitte mich nicht schreiben soll, weil ich gerade aufnehme. Wollen wir erstmal der helfen? Die gute Nachricht ist, er hat dich nicht betrogen. Die schlechte, dein Selbstmord hat sie zusammengebracht. Also, hat er mich wirklich geliebt? Sieht so aus. Ich habe einen großen Fehler gemacht. Er denkt immer noch an dich. Vielleicht tröstet es dich, dass man dich nie vergessen wird. Ein bisschen. Ich wünschte nur, ich hätte ihm mehr vertraut. Vielleicht wären wir es dann, die sich verloben. Vorbei ist vorbei, schätze ich. Egal. Danke für alles. Und sie steigt auf. In den Himmel. Ah, hier. Hey, Kumpel. Bist du im Dienst oder was? War ich mal. Hab hier 10 Jahre gearbeitet, bis ich's nicht mehr ertragen konnte und mir eine Kugel verpasst hab. Manche Geheimnisse wiegen einfach zu schwer. Was genau hast du gemacht? Etwas Landschaftsbau. Meistens Gräber ausheben. Halt das, was man von einem Friedhofswärter erwartet. Du weißt, dass ich das nicht meinte. Hör zu. Du warst mal ein Detective und ich ein bescheidener Friedhofswärter. Belassen wir es dabei. Von mir aus, ich wollte bloß helfen. Wie komme ich jetzt da hinten hin? Ehrlich, wie komme ich jetzt da hinten hin, dass... Kann ich mich auch wieder durchklitschen oder sonst was? Das geht nicht. So. Wie komme ich da durch? Das ist eine gute Frage. Gibt wahrscheinlich keinen durch. Da würde ich mal sagen, wir gehen mal Richtung den Polizeirevier. Und schauen uns nebenbei erstmal mit um. 100%ig haben die Bombardanks mit diesem Feuer zu tun, was hier manchmal brennt. Naja, da ist mir gerade zwar gefallen gewesen, aber mit. Mach das irgendwie spekulierend mit diesem Feuer! Ja, mit diesem Feuer!
Da schauen wir uns das mal hier hinten um. Ah, ist denn da was finden? Nee. In Salem, jedes Haus ist geweiht, jede Ecke rum. Hey, waren wir schon? Hier haben wir schon den Propantank. Ja, haben wir den schon. Gut, gehen wir zum Polizeirevier und da vor dem Polizeirevier bändig erstmal den Part und dann werden wir schauen, was jetzt nächstes passiert im Polizeirevier. Und dann werde ich erstmal den anschreiben, den da Bescheid sagen, dass ich aufnehme. Weil ich kann nur so sagen, wenn ich aufnehme, dann. Naja, was soll ich denn sagen? Möchte man ja auch seine Ruhe haben. Und solche Prinzipien müssen wir sich stellen dort. Aber erstmal das aufsammeln hier. Lass mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Part genau hier und ich würde mal sagen, wir gehen erstmal zum Endcut über. Also bis gleich. Also, Richard, wir haben es geschafft, sie zu helfen, der zu helfen, dass er ihr Fliege findet. Also, der Ex-Mann, der hat sie nicht betrogen, sondern es ist ja später nach dem Selbstmord passiert. Das ist super. Aber nur so, ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal für den letzten Teil. So, Leute, das weg.